Einsam und verlassen steht es auf einem kleinen Hügel am Rande der Stadt. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag, als wir am ersten Halt unserer Benelux-Reise ankommen. Noch sind wir in Deutschland. Im Haus mit der Nummer 10 wohnte Erich, seines Zeichens Steingraveur. Doch der Beton bröckelt, die Stufen nach oben sind verwildert. Hier wohnt niemand mehr. Dies wird leider nur ein kurzer Besuch werden, da wir noch 2 weitere Stops einlegen wollen, bevor wir am Ende des Tages in einem anderen Land nächtigen werden. Nutzen wir also die wenige Zeit, die wir zur Verfügung haben, im Haus des Graveurs. 1978 steht auf einem Kalender an der Wand, doch der hängt da wohl nur noch aus Nostalgiegründen. Erichs Leben endete viele Jahre später und meine Aufgabe ist es jetzt, das leere Papier mit seiner Geschichte zu füllen. Einen Teil davon finde ich bereits auf dem Küchentisch. Ebenfalls ein Urbex-Klassiker. Das komplette Haus ist eine Zeitkapsel mit Einrichtungsgegenständen aus einer anderen Epoche. Noch nie gesehen habe ich solch ein Bügelbrett, das man im Küchenschrank versenken konnte. Man brauchte den Platz. Das Haus ist klein und besitzt nur wenige Zimmer. Eines davon direkt neben der Küche. Ich denke, dass es als eine Art Lager-Hauswirtschaftsraum fungierte. Leider schon komplett durchwühlt, aber wer genau hinschaut? Mein Blick fällt auf das Foto eines Soldaten, unverkennbar gekleidet in eine Uniform der Wehrmacht mit dem Reichsadler auf der Brust. Dann entdecke ich Erichs Pass, geboren im Jahr 1900. Und unter dem Punkt unveränderliches Kennzeichen steht Muttermal auf der Stirn. Moment, Muttermal auf der Stirn? Da war doch was. Schauen wir nochmal auf das Foto von eben und zoomen ein wenig hinein. Na also, das Muttermal. Das ist Erich. Verheiratet war er auch. Seine Frau hieß Margot und gemeinsam führten sie ein recht einfaches, aber dennoch glückliches Leben. Für jemanden, der 2 Weltkriege überlebt hatte, war es zunächst einmal wichtig, überhaupt wieder Fuß zu fassen im richtigen Leben. Und so fand Erich seine Bestimmung als Steingraveur in der Edelsteinhauptstadt Deutschlands. Ich kann euch jetzt natürlich nicht sagen, ob diese Lampe von ihm bestückt wurde. Aber da ich ein hoffnungsloser Romantiker bin, möchte ich das jetzt einfach mal glauben. Zur Bedeutung dieses von Margot gemalten Bildes später mehr. Doch jetzt ist es Zeit, die Küche zu verlassen, denn direkt nebenan wartet das Wohnzimmer auf uns. Hier erwartet mich etwas, womit ich nicht gerechnet hätte. Hinten in der Ecke steht ein Krankenbett. Ich möchte jetzt nicht groß um den heißen Brei herumreden. Dies ist der Ort, an dem Erich starb. Er hatte 2 Weltkriege miterlebt und überlebt, sein ganzes Leben in diesem Haus verbracht und wollte auch bis zu seinem Tod hier bleiben. Am Ende war er ein pflegebedürftiger, kranker Mann, der auf ein erfülltes Leben zurückblicken konnte. Verstorben ist er schließlich ganz allein. Erich wurde 96 Jahre alt. Das Wohnzimmer ist voll mit Erinnerungsstücken an ein Leben, das beinahe ein ganzes Jahrhundert dauerte. Geben wir ihm also den entsprechenden Rahmen, den er sich verdient hat. Wie ich bereits erwähnt habe, ist das Haus wirklich klein, sodass wir hier unten auch schon wieder fertig sind und das Obergeschoss in Angriff nehmen können. Die Treppe windet sich steil nach oben,
Kein Wunder also, dass Erich seinen Lebensabend unten verbringen wollte. Und dann ist da noch etwas, was ebenfalls für einen Umzug gesprochen haben könnte. Teile der Decke sind heruntergekommen. Sehr wahrscheinlich erst in den vergangenen Jahren. Aber man weiß ja nie. Alles in diesem Badezimmer ist alt. Richtig alt. Ich frage mich, wann in der antiken Wanne das letzte Mal gebadet wurde. Oder der Heizstrahler den Raum in mollige Wärme tauchte. Auch das Zimmer dahinter hat stark gelitten. Auf dem Fernsehgerät steht eine kleine Löwenskulptur. 1917 lese ich später auf deren Sockel. Auf der Couch rechter Hand liegt ein merkwürdiges Gerät. Hier brauche ich definitiv eure Hilfe. Was ist das? ABC ist die einzige Beschriftung, die ich finden kann. Ansonsten ist ein Großteil des Raumes verschüttet. Nicht nur an dieser Stelle. Überall ist die Decke heruntergekracht und hat so manches unter sich begraben. Doch dieser alte Fotoapparat war den Trümmerteilen geschickt ausgewichen. Interessanterweise liegt direkt daneben ein Fotoalbum. Und auch wenn die Bilder darin wohl nur eine Art Ferienzeltlager zeigen, so wurde hier vielleicht schon der Grundstein gelegt für Erichs und Margots gemeinsame große Leidenschaft. Reisen. Etliche Male waren sie zusammen unterwegs. Am liebsten in Bayern und in Österreich. Was auch das Gemälde erklären könnte, welches wir unten in der Küche gesehen haben. Diese Treppe sind wir soeben hochgekommen. Auf dem Flur befindet sich noch eine Toilette und rechter Hand auch schon das letzte Zimmer des gesamten Hauses. Das war früher das Schlafzimmer der beiden Reisenden, leider schon ziemlich durchwühlt. Das gerahmte Bild ist das modernste Objekt im Raum, aber spannender ist das, was unmittelbar darunter steht. Eine Art Gefäß, das aussieht wie etwas aus der Antike. Griechisch vielleicht, was es natürlich nicht ist. Aber schauen wir mal hinein. Ich glaube, das ist nur Erde. Bin mir jedoch sicher, dass so manch anderer daraus einen Clickbait-Titel gemacht hätte. Gefüllte Urne gefunden. Doch statt den sterblichen Überresten Margots finde ich noch etwas, das mit Sicherheit ihr zuzuordnen ist. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat das schönste Kleid im Land? Damit sind wir hier schon durch. Doch ein Blick nach draußen sagt uns, das Wetter ist perfekt für einen weiteren Stopp. Also hinterlassen wir nichts außer Fußabdrücken, schließen hinter uns ab und fahren weiter. Parken verboten heißt ja nicht betreten verboten. Also ab durch das berühmte Loch im Zaun. Wo wir jetzt unterwegs sind, ich zitiere aus einem sehr alten Text über diesen Ort. Heute brennt die Sonne heiß vom Himmel hernieder. Bei solchem Wetter bleiben die Buben und Mädchen nicht zu Hause in den Stuben. Scharenweise ziehen sie hinaus zum Badeplatz. Gerade biegt wieder ein Trupp um die Ecke. Fritz und Emil haben den Rock ausgezogen und über die Schultern gehängt. Sie lachen über die anderen, denen die Schweißtropfen über die Backen rinnen. Jetzt aber im Laufschritt, ruft Paul. Dort hinten kommt eine ganze Klasse anmarschiert. Schließlich ist kein Eckchen mehr frei auf der Wiese. Der eigentliche Eingang ist fest verschlossen. Doch wir kamen ja von der anderen Seite, weshalb wir mit der Erkundung des verlassenen Freibades problemlos beginnen können. Wir schauen uns kurz am ehemaligen Kassenhäuschen um, wo ich euch zwei hochinteressante Dinge zeigen möchte. Dort hängen ein paar Sachen, die uns wichtige Informationen über das Bad liefern. Nämlich einmal diese Retro-Infotafel. Wassertemperatur 18 Grad steht dort. Das ist kalt. Und dann gibt es ausgeblichene Infos über die Geschichte des Schwimmbades, beginnend 1960 bis zum Jahr 2015, in dem anscheinend fleißig aufgeräumt wurde. Dann steht da noch was von Reaktivierung und Belebung im darauffolgenden Jahr. Aber sieht das nach einem Bad aus, das noch gar nicht so lange geschlossen sein soll? Irgendetwas stimmt da nicht, aber wir werden es schon noch herausfinden. Doch zunächst einmal heißt es umkleiden. Hören wir doch mal wieder in unsere Geschichte vom Anfang hinein. Dort ist das wie folgt beschrieben. Viel auszuziehen haben sie nicht mehr. Den Kragen und den Rock haben sie schon in der Hand. Nun noch die Badehose angezogen und das Hemd aus. Und da stehen sie auch schon, am Rand des Wassers. Thank you.
Jetzt, wo wir umgezogen sind, könnten wir uns eigentlich ins nasse Vergnügen stürzen. Doch zuvor ein Überblick. Und überhaupt liebe ich einfach Drohnenaufnahmen. Planschbecken rechts, ein 50-Meter-Bad für die Profis sowie ein Nichtschwimmerbecken. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Über die Brücke kommt die Schulklasse, die die Knaben vorhin am Bahnhof gesehen haben. Bald stehen die 20 Buben in einer Reihe am Ufer. Eins, zwei, drei, kommandiert der Lehrer. Hochauf spritzt das Wasser, als sie hineinplumpsen. Aber sie sind nicht alle auf das Kommando unter das Wasser getaucht. Nahe am Ufer stehen noch zwei und machen betrübte Gesichter. Sie sind noch nie zum Baden gegangen und müssen sich jetzt von ihren Kameraden verspotten lassen. Aber als sie der Lehrer an die Hand nimmt, bekommen sie bald Mut und gehen auch ins Wasser hinein. Das nächste Mal lassen sie sich nicht mehr auslachen. Fürs Erste genug in der Vergangenheit geplanscht, kommen wir zum Stand der Dinge. Nachdem das Bad im Jahr 2004 geschlossen worden war, gründete sich gute 10 Jahre später eine Bürgerinitiative zur Rettung des Freibades. Wie schon anfangs gesehen, kam es im Sommer 2015 zu Aufräumarbeiten, als Wege wieder begehbar gemacht und Berge von Müll zusammengetragen und abtransportiert wurden. Die Sandsäcke im Nichtschwimmerbecken stammen noch aus dem Theatersommer 2016, als hier unter dem Sternenzelt diverse Aufführungen stattfanden und knapp 1000 Zuschauer das Bad in ganz neuer Weise erleben konnten. Das war's dann aber auch schon. Wieso das so ist, erzähle ich euch gleich. Doch zuvor wieder eine Geschichte von damals. Das Wasser ist in der Nähe des Ufers ganz drübe. Da purzeln die Buben durcheinander. Gerade hat einer von ihnen einen tüchtigen Schluck genommen. Pfui, das schmeckt nicht gut, meint er. Allzu lange darf man nicht im Wasser bleiben. Selbst wenn es ein ganz heißer Tag ist. Sonst kann es einem schaden. Diese Berichte stammen natürlich aus Zeiten, als das hier noch ein reines Naturbad war. Aber, und damit kommen wir wieder zu den 18 Grad Wassertemperatur zurück. Auch als hier 1960 ein Freibad eröffnete, stammte das Wasser hierfür noch immer aus dem angrenzenden Fluss. Es wurde natürlich gefiltert, aber nicht zusätzlich geheizt. Jetzt muss man noch Folgendes wissen. In der Stadt gab es ein renovierungsbedürftiges Hallenbad und eben dieses in die Jahre gekommene unbeheizte Schwimmbad. Gelder standen nur für ein Projekt zur Verfügung. Das Indoor-Bad erstrahlt heute in neuem Glanz. Das Einzige, was hier noch glänzt, sind die Edelstahlleitern. Wenn wir das auch einmal könnten, sagt Paul und zeigt mit dem Arm nach dem Sprungbrett. Dort üben einige große Jungen den Kopfsprung. Das lernen sie auch, wenn sie größer sind. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Das muss ich natürlich auch gleich mal versuchen. Noch kurz eine Poseaufnahme machen. Check! Und dann geht es nach vorne aufs Brett. Für den Sprung. Ihr habt jetzt nicht ernsthaft geglaubt, dass ich springe, oder? Ich muss froh sein, dass das Brett nicht einfach durchgekracht ist. Bei dem Kampfgewicht, das ich damals hatte. Holla die Waldfee! Was ich ganz vergaß, euch zu zeigen, ist der tolle Ausblick, den man vom Dreier genießen kann. Wenn man nicht gerade blöd rumhüpft. Ein letztes Ziel bleibt noch. Und es ist nicht der Einser, sondern das Ding im Hintergrund. Der Turm des Bademeisters. Irgendwie habe ich gerade keinen Bock hochzuklettern. Der Dreier war ähnlich hoch. Und überhaupt, it's kaputt, wie der Amerikaner sagen würde. Deutlich mehr Bock habe ich, diesen Ball zu kicken. Doch als ich das zuletzt an anderer Stelle versucht hatte... So klar. Ich wollte noch sagen, wahrscheinlich kicke ich gleich die Kamera. Also gut, neues Spiel, neues Glück. Achtung! Damit wäre dieser Fluch auch besiegt. Viel mehr hat so ein Schwimmbad auch nicht zu bieten. War trotzdem interessant zu sehen, was nach Jahren des Leerstandes mit solch einem Ort passiert. Ganz zum Schluss schauen wir noch einmal genau hin.
Freibad vergeht die Zeit wie im Fluge. Nun geht die Sonne schon bald unter. Da müssen die Knaben nach Hause gehen. Aber sie trösten sich. Morgen geht es ja wieder zum Baden. Zufrieden ziehen die Buben von dannen. Folgendes erwartet euch auf dem nächsten Tape. Bevor wir die Grenze überqueren, bleiben wir noch für eine Folge in Deutschland. Ein außergewöhnliches Gebäude mit einer außergewöhnlichen Ausstattung. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann hat sich deren letzter Besitzer erschossen. Oder etwa nicht? Es ist euch sicherlich aufgefallen, dieses Tape musste leider ohne Fotoeinblendungen auskommen. Wie bereits einmal in einem anderen Video erwähnt, ist ein Großteil von Jörgs Bildern bei einem Festplattencrash verloren gegangen. Fast alle Fotos unserer Benelux-Reise hat es erwischt. Ein herber Verlust, wie ich finde.